So, ich möchte euch die Gäste vorstellen. Paulita Pappel sitzt auf meiner rechten Seite, ist Performerin und Regisseurin. Und du kennst die alternative Pornoproduktion, also ich weiß nicht, in welchem Promillebereich dessen wir da sind, worüber wir heute reden möchten. Aber diese zumindest kennst du als Darstellerin, als Regisseurin. Du hast dich dem feministischen Porno verschrieben und, also jeder hat ja heute immer ganz viele Funktionen, du hast das Pornfilmfestival mitorganisiert. Am Sonntag ist das hier zu Ende gegangen. Ja, und deshalb bist du da. Dr. Daniel Hajok sitzt neben mir und der begutachtet Pornoproduktionen. Vielleicht auch schon mal eine von dir, Paulita, weiß ich nicht. Aber letztlich alles, was das Netz anbietet. Ich denke, da dürfte der feministische Porno vielleicht nicht so weit vorne sein. Du bist Kommunikations- und Medienwissenschaftler und arbeitest für die FSM, also nicht für das fliegende Spaghetti-Monster, sondern für die freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter. Wollen wir auch gleich nochmal erklärt haben, was das ist und kann. Und für die Arbeitsgemeinschaft Kindheit, Jugend und neue Medien. Und an meiner linken Seite sitzt Jan Keno Jansen, ebenfalls Medienwissenschaftler, Redakteur bei der CT und bei Heise Online. Du beschäftigst dich, ein paar konnten das ja jetzt auch schon mal davon profitieren, mit Porno in der virtuellen Realität. Und dass genau dieses sehr schmale Marktsegment aber ganz wichtig ist und vielleicht auch eins, das Nikolai gerade angesprochen hat, mit großen Zukunftsaussichten. Das zeigt sich vielleicht daran, dass ein Unternehmen genau so benannt ist, Virtual Real Porn. Die Trailer, die ich jetzt hier sehen konnte, sind von denen. Aber ich würde, wir haben jetzt schon ganz, also in deiner Ansprache und in der Überschrift steckt Porno drin. Eigentlich glaube ich, wir müssen erstmal ganz kurz nochmal die Sprachregelung finden. Ich habe das Gefühl, wer weltläufig und ziemlich weit vorne sein möchte, sagt Porn. Ich weiß nicht, ob das einfach nur geiler klingt oder ob es auch eine andere Definition oder was anderes fasst und beschreibt. Ich würde gerne bei dir anfangen, Paulita. Wovon sprichst du? Was ist heute Abend nochmal gerade unser Gesprächsgegenstand? Also wenn ich auf Deutsch spreche, dann sage ich Porno. Und wenn ich auf Englisch spreche, dann sage ich Porn. Ich wüsste nicht, dass es da einen politisch korrekteren Term gibt. Okay, das heißt, du siehst da keinen inhaltlichen Unterschied. Man kann das alles kongruent benutzen. Wovon redet ihr? Porn? Porno? Wurscht? Ich sage auch Porno, aber ich finde, Porn klingt ein bisschen sauberer, oder? Also Porn, weil Porno ist so richtig schön deutsch, so voll drauf und Porn ist ein bisschen sophisticated. Was begutachtet ihr, Daniel? Porn oder Porno? Pornografie. So. Ah, okay. Ja. Da. Okay. Und, also. Nur die einfache und nicht die qualifizierte harte Pornografie. Okay, wir nehmen also jede Werbung heute. Das eine ist strafrechtlich relevant, also wenn es um Kinder-, Jugendpornografie, Gewaltpornografie oder Tierpornografie geht und das andere ist nur jugendschutzrelevant. Okay. So, und worauf kommt es dir, Paulita, an, wenn du drehst, also als Regisseurin? Ja. Also worauf kommt es dir an? Was ist dein Fokus? Ich habe ja gesagt, feministische Darstellerin, Regisseurin. Worauf kommt es dir an? Also was ist dir wichtig? Also, wenn du jetzt, vielleicht bleiben wir mal bei der Regisseurin, wenn du hinter der Kamera bist. Genau. Für mich ist es sehr, sehr wichtig, dass die Produktionsumstände alle fair sind und dass alle Beteiligten eben fair behandelt werden und auch dass alle glücklich sind und Spaß haben vor allem. Also das ist auf jeden Fall das Wichtigste als Regisseurin. Und ich schaffe Räume, die auch sich als Safe Space verstehen sollten. Okay, und ist das anders, wenn du dich inszenieren lässt, wenn du Darstellerin bist? Nee, dann erwarte ich von den Leuten, die das produzieren und die Regie führen, die eben auch diesen Safe Space für mich schaffen. Mhm. Und wenn du Pornografie im Netz begutachtest, worauf guckst du dann? Sicherlich nicht auf Safe Space und ob die alle happy sind. Na, wir gucken primär auf die Zugänge. So, also das ist ja alter Wein in neuen Schläuchen. Und uns geht es eben darum, dass wir uns einfach anschauen, inwiefern ist es irgendeine Form von Zugangsschutz für junge Menschen. Weil wir haben da halt nun mal die rechtlichen Regelungen. Oder gibt es diesen Schutz nicht? So. Mhm. Und woran macht sich das fest? Also ich habe mir heute zum Beispiel noch mal was auf Weiß durchgelesen. Da musste ich vorher bestätigen, ob ich 18 bin oder nicht. Es gibt sogar eins der drei großen, größten Pornoportale, da kommt man auch rein, wenn man Nein anklickt. Egal. Vielleicht. Ja, also das ist weltweites Netz. So, ne? So, und wie kontrollierst du dann die Zugänge? Also diese Kacheln lernen wir sind eh Quatsch, beziehungsweise kannst du ja sehr einfach umgehen. Welche Art von Zugängen ist das, auf die ihr da achtet?
Ja, ob es verlässliche Altersverifikationen gibt, also das, was es eigentlich nicht gibt. Das heißt, es gibt sehr wenige Anbieter, die nach unseren gesetzlichen Bestimmungen das breitstreuen. Fandorada kann man ja mal sagen, ist ein solcher, die eine wirksame Altersbeschränkung haben. Das heißt, mit einem zweistufigen System sicherstellen, dass da nur Erwachsene Zugang haben. Und ich würde aber irgendwie 99,9% dessen, was junge Menschen konsumieren oder sich anschauen, sich, sage ich mal, neugierig betrachten, ist eben, kommt von woanders her. So. Mhm. Und jetzt seid ihr ja, wenn ich das richtig verstanden habe, eine Ausgründung oder eine freiwillige Selbstkontrolle, die sich die Anbieter gegeben haben, also die Medienanbieter. Kannst du da ein paar nennen? Ja, na klar. Also der Hintergrund ist ja diese Gouvernalisierungstendenzen, die wir in der Gesellschaft generell haben, dass wir so unangenehme Aufgaben wie Gesundheit, wie Altersbetreuung und so weiter woanders hinlagern, auslagern. Und eins davon ist eben auch der Kinder- und Jugendschutz. Und die älteste seit 1949 ist die FSK, also für den Kinobereich. Wir haben dann die BPJM, die eine staatliche Behörde ist, also ein bisschen was anderes seit 1954. Und dann gibt es halt noch die FSF für den Fernsehbereich, die FSF für Internet und Mobilfunk. Und ja, aber wen, also welche, also wer steht sozusagen hinter euch? Das ist ganz einfach, das sind eingetragene Vereine und es stehen okay. Die privaten Anbieter dahinter. Also es ist eine Selbstkontrolle der Anbieter. Aber ihr kontrolliert ja wahrscheinlich nicht nur die Angebote deutscher Anbieter, sondern alles, was ich mir im Netz angucken kann. Ja, so. Also das ist, geht aber relativ schnell, weil es klare Kriterien bei Pornografie gibt und das ist nur die Frage, was man dann dagegen tun kann. Mhm. So, ne? Also, was kann man dagegen tun, wenn das euren Kriterien nicht standhält? Ja, also wenn Sie im Ausland ansässig sind, gibt es in aller Regel die Frage eben, ob es einfache oder qualifizierte Pornografie oder harte Pornografie ist. Und da gibt es schon die Möglichkeiten, direkt an die Host-Provider zum Beispiel ranzugehen. Also es wären von den, also muss man auch noch als Hintergrund sagen, der einzige weltweite Konsens bezieht sich auf eine Ächtung von Kinderpornografie. Trotzdem ist es so, dass Kinderpornografie in den meisten Ländern auf der Welt nicht per Straftatbestand erfasst ist. Also so ein bisschen doppelmoralisch auch und so. Und solche Sachen kriegt man trotz der fehlenden gesetzlichen Bestimmungen über Host-Provider zu über 80% relativ schnell gelöscht. Mhm. Also da wird keine Diskussion über Sperren gemacht oder sowas. Sowas läuft hinten rum. Okay, und was habt ihr zuletzt abgemahnt? Zuletzt abgemahnt. Ja, also das, was hast du noch frisch im Gedächtnis? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, weil das so viele Sachen sind, die man sich anguckt. Also ich kann mich an Altersverifikationssysteme, wo wir das System geprüft haben, aber diese Standard-Webseiten, die ja wie Pilze aus dem Boden schießen und dann eben auch ihre Browser-Adresse ändern, quasi, die werden in mehr oder weniger vereinfachten Verfahren geprüft und dann entsprechend als jugendgefährdend eingestuft und mit entsprechenden Sanktionierungen, also wenn wirklich schwer jugendgefährdend, zum Beispiel BPJM-Modul, dass sie über Google-Suche nicht auffindbar sind, solche Dinge. So. Also ich stelle mir vor, da gibt es Büroräume, da sitzt du, da sitzen deine Kollegen und klicken sich den ganzen Tag durchs Netz und vergeben Punkte oder Daumen hoch oder runter. Oder totaler Quatsch. Also es sind, freiwilligen Selbstkontrollen mal für sich zu lassen, mal abgesehen von der BPJM, ist es in der Tat so, dass es immer auf Beschwerde hin geprüft wird im Internetbereich. Ah, okay. Ne? Also es gibt keine systematische Kontrolle. Das hat was mit grundgesetzlichen geschützten Werten wie Zensur und so weiter zu tun. Aber wenn es eine Beschwerde gibt, wenn es einen Antrag gibt, dann muss das geprüft werden und dann laufen die Maschinchen und da gibt es Beschwerdestellen. Da sitzen in der Tat Leute drin, die sich quasi also nichts anderes machen, als das zu qualifizieren. Also ist es nur ein einfacher Porno, ist das nicht, oder ist es eine harte Pornografie, die dann direkt an die Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet wird? Keno, du bist ja eigentlich auch so eine Art Gutachter, nämlich du begutachtest die Technik, also was bringt die dem Konsumenten? Vielleicht hast du auch noch so ein halbes Auge auf das, was Nikolai vorhin ansprach, wie funktioniert das wirtschaftlich? Hast du die eine These, was jetzt Porno mit Netzanschluss verändert, was anders wird? Mit Netzanschluss weiß ich nicht, aber diese Virtual Reality Sachen, oh mein Mikrofon, funktioniert mein Mikrofon? Auch nicht, nee. Auch nicht. Okay, dann nehme ich auch also du hast jetzt gesagt Porno mit Netzanschluss. Ich bezeichne das immer lieber als Virtual Reality Porno, weil ans Netz ist das ja eigentlich gar nicht angeschlossen. Aber das ist halt eine völlig neue Art von Porno, die man eben wirklich so angucken kann, als wäre man wirklich dabei. Und das finde ich irgendwie sehr... finde ich einfach total spannend. Also es ist nicht so, dass ich mich jetzt den ganzen Tag mit Pornos auseinandersetze, sondern das
ist sozusagen so ein Kollateralschaden, weil ich den ganzen Tag Virtual Reality mache. Aber ich finde, das ist ein wichtiger Aspekt dafür. Okay, dann lassen wir den Netzanschluss weg und sind dann jetzt schon gleich bei der Brille. Weil Porno ist immer im Netz, oder, heutzutage? Oder, naja, also im Movimento auch auf der Leinwand. Also. Okay, das stimmt. Das stimmt. Aber macht ihr noch DVDs oder Heftchen oder so? Ich nicht, aber es gibt noch Firmen, die das natürlich noch machen. Aber ja. Das Movimento bietet einen erotischen Salon, quasi die Zwillingsveranstaltung zum digitalen Salon. Okay. Und da kannst du, glaube ich, die Filme auch auf DVD kaufen. So habe ich jetzt zumindest die Homepage verstanden. Aber dennoch nochmal die Frage, du sagst, sehr spannend, aber ich will natürlich auf so eine These raus, Virtual Reality macht Porno-Inhalte, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Also was so meine These ist, ist, dass im Moment, weil Virtual Reality ja noch so eine total junge Technik ist, da wird im Prinzip noch überhaupt kein Geld mit verdient. Nur im Pornobereich wird Geld verdient, also mit Virtual Reality Inhalten. Also alle anderen Firmen benutzen das nur für PR und solche Geschichten. Aber die wenigen Firmen, die schon solche Sachen anbieten, Virtual Reality Porno, das verdienen Geld damit. Und ich glaube aber auch, die Idee war ja immer, oder was wir erzählt bekommen haben, war ja immer, dass es für die Gamer, also für alle, die in Ritterrüstung durchs Spukschloss und irgendwem eins auf die Oma hauen wollen, für die sind VR-Brillen. Also das fand ich immer, das Gaming ist zwar wichtig, also weil das wahrscheinlich die Early Adopter sind, die diese Brillen, wenn die denn breit auf den Markt kommen, dann kaufen werden. Aber ich fand das immer den uninteressantesten Aspekt. Also ich finde bei Virtual Reality, ich finde die ganzen anderen Sachen, Virtual Reality ist für mich so die perfekte Fantasieerfüllungsmaschine und ich will nicht irgendwelche blöden, langweiligen Spiele spielen, sondern ich würde halt gerne, weiß ich nicht, fliegen können oder auf dem Mond landen, was natürlich auch irgendwas Spielerisches hat, aber Sex hat natürlich auch irgendwie damit zu tun. Könnte man vielleicht sagen, es geht, wenn man jetzt Spiel und vielleicht auch Porno nicht sagen will, könnte man sagen, es geht um Erfahrung, genau. Erlebniswelten, wie auch immer man genau. Also es gibt noch kein richtiges Wort dafür, weil diese Sachen sind, wenn du dir die auf einem normalen Bildschirm angucken würdest, wären die einfach ja relativ unspektakulär. Zum Beispiel, also wenn man zum Beispiel fliegt oder so, das sieht ja wenn du das auf einem normalen Fernseher anguckst, ist es nicht sonderlich spannend. Aber wenn man das mit der Brille guckt und tatsächlich das Gehirn tatsächlich denkt, man fliegt, dann ist das natürlich viel, viel intensiver, immersiver. Und solche Sachen haben noch keinen richtigen Namen. Also die Amerikaner nennen das halt wirklich Experiences, also sowas wie Erfahrung. Ich denke mal, sowas wird sich dann einbürgern. VR-Erfahrung, das ist Porno auch. Jetzt haben wir alle neulich gehört, dass der Playboy, also der Kralshüter der Nackten, seine Models künftig anziehen will. Die Argumentation ist, sowas zum Beispiel gräbt uns das Wasser ab. Also wenn es solche Angebote gibt, dann kauft sich keiner mehr den Playboy, den ja sowieso früher alle nur wegen der guten Texte gekauft haben. Aber offenbar ist das in dem Falle doch ein Argument. Würdet ihr sagen, durch Porno im Netz und VR-Brillen wird der Porno bzw. das, was da angeboten wird, auch härter? Wenn sich da einfach so eine nackte Sekretärin auf dem Schreibtisch nicht mehr gut verkauft? Soll ich hier reden? Ja, das klingt. Ja, genau. Nee, wieso härter? Ich glaube nicht. Ich glaube eher, dass die Tendenz ist, ihm Vielfalt darzustellen. Ich glaube, es gibt mehr und mehr durch den Zugang zu günstigeren Technologien, sage ich jetzt mal, weil eher jeder hier ein iPhone hat, was Fotos und Bilder machen kann und Videos und ne, viel mehr Leute Kameras haben. Glaube ich, gibt es mehr Menschen, die sich eben trauen oder sich eben das nehmen, Pornos zu machen. Und da gibt es einfach eine große, eine riesige Vielfalt. Und es wird nicht unbedingt härter, sondern manche Leute sind auch bewusster und verlangen auch, was sie wollen. Das kann von Soft bis Fetisch bis alles Mögliche sein. Ich würd sagen, die Firmen oder die Geschäfte, die ich kenne, mit denen ich auch irgendwie arbeite, verkaufen sich nicht durch die... Also das Mainstream hat immer versucht, härter und härter und größere Dildos und größere, weiß ich nicht, völlig absurde Positionen und akrobatische... und akrobatische, absurde Figuren zu machen. Und ich glaube eben, der Gegensatz dazu ist, dass man zurückkommt zu einem echten Porn, natürlichen Porn, Girl Next Door, Porno für Frauen und solche Sachen. Also eben nicht härter und härter und härter, sondern anders. Und andere Sexualitäten, andere Körper. Pluralistischer oder pluralistischer, vielfältiger. Genau, vielfältiger. Aber du, Daniel, hast einmal die Stirn rausgezogen bei dem, was Polita sagt, und einmal genickt. Wolltest du sagen, wird doch härter? Hat sie schon gesagt, der Mainstream-Porno wird angeblich härter, da gibt es Inhaltsanalysen. Angeblich, weil die einfallslos sind. Auch schon.
Ja, es ist immer eine Interpretationsfrage natürlich. Was legt man für Kategorien zugrunde? Es geht um Ejakulation ins Gesicht zum Beispiel, wird als bestimmte Form von Gewalt gewertet und so. Und das kann man auch anders sehen, aber die Inhaltsanalysen haben bezogen auf den Mainstream-Porno. Man hat sich nicht wenige Titel, die eben auch stark verkauft worden sind, angeguckt und hat in den letzten 20 Jahren einen höheren Anteil an solchen Gewaltdarstellungen, ne, an distanzierender Rede quasi herausgefunden. So. Mhm. Also diese Tendenz gibt es schon und ja. Du sagst aber gleichzeitig ist auch das Angebot für alle, die das nicht wollen, wird auch bunter und zugänglicher wahrscheinlich, ganz einfach. Selbstverständlich. Also wir haben es ja einerseits, ob es jetzt Altporn, Porn-Yes, in wirklich Abgrenzung zur Porno-Kampagne, also es gibt ja schon immer zwei Perspektiven von Feminismus, die einen wollen das verbieten und die anderen wollen es bereichern, was ja eher der interessantere Zugang ist. Und über diese, sage ich mal, was man ein bisschen vergisst, ist, dass über diese neuen technischen Möglichkeiten wir natürlich auch einen viel höheren Anteil an den klassischen Amateurpornos haben. Also das heißt, das sind natürlich auch sehr viel realistischere, ist ein bisschen schwierig der Begriff, nennen wir es mal eher authentischere Darstellungen und Angebote. Und das hat natürlich das Gesamtangebot verändert. So, mhm. Ja. Jetzt haben wir ja vorhin schon gehört, die Studienlage zum Thema ist ziemlich mau, also so ein bisschen was in Sozialwissenschaften, aber auch nicht so viel. Und es scheint auch so zu sein, dass die Studien nicht so ganz wasserdicht sind. Also in ein paar Publikationen von euch habe ich eben auch gelesen, dass ihr der Datengrundlage nicht so traut. Trotzdem ist landläufig immer die Annahme, Pornos werden zu 70% von Männern oder zum Großteil von Männern konsumiert, zum geringeren Teil von Frauen. Ich weiß nicht, ob in einer Publikation von euch habe ich, glaube ich, das Verhältnis 70-30 gelesen. Hm. Ändert sich dadurch was, dadurch, dass Porno vernetzt ist? Dadurch schon. So, also über einen feministischen Porno natürlich. Also ich meine, man muss sich ja nicht über das Pornopublikum Gedanken machen, über das männlich Dominierte, wenn auf der Metaebene die Darstellungen auch männlich dominiert sind. So, also das heißt, Frauen wollen sowas oder wollten in der Vergangenheit sowas in aller Regel eher nicht sehen, sondern das wissen wir eben insbesondere bei Forschung, die es jetzt gibt, auch zu jungen Menschen, die wollen das eher sehen, den männlich dominierten Porno, um endlich mal zu kapieren, was die Kerle daran anmachen könnte. Ne? Also einmal so irgendwie um die Ecke rum. So, mhm. Ne? Und das ist natürlich mit Altporn und feministischem Porno natürlich dann. Was ist nochmal Altporn? Meint das einfach so jahrgangsmäßig die Dekaden bis zu den 80ern? Das ist alternativ, das ist nicht nur auf das Gender bezogen, sondern es geht auch auf Gender. Also Bim-Bam, der Klempner kommt, hallo, ich soll ein Rohr verlegen. Also meint das diese eher simplen Erzählstrukturen oder? Ja, ich weiß auch gar nicht, ob das wirklich jetzt eine klassische Kategorie von Altporn wäre, aber was ich mal sehr interessant fand, nur um das mal zu verdeutlichen, was dahinter stecken könnte, ist ja so ein Projekt, was glaube ich auch aus Berlin kam, Fuck for Forest, ne? Also wo man quasi über pornografische Angebote, die eben aus der alternativen Szene kamen, sogar noch ein politisches Ding dazu gestrickt hat. Ah, alt heißt alternativ, okay. Ja, genau. Ich dachte jetzt irgendwie, es meint einfach Wasserscheide, prädigital. Ich dachte, es sei klar. Okay, nee, alternativ, nicht alt. Setz bitte nichts voraus. Okay. Ich habe eine Kollegin gebeten, hier auf dem Pornfilmfestival sich mal umzuhören, wieso die Leute Online-Porno gucken. Und siehe da, es erwies sich, tatsächlich in so einem Festival sind die Leute auskunftsfreudig. Ich möchte nicht wissen, was sie an Antworten gehabt hätte, wenn sie draußen auf der Straße gestanden hätte. Die möchten wir uns jetzt mal kurz anhören, bitte. Vielleicht. Pornografie, immerhin sind, ich habe gerade eben gelesen, 60% der Männer tun es in Deutschland und ja, ich bin einer davon. Ja, ich gucke meistens Live-Webcam-Porno. Ich gucke meistens langweilige Sachen auf YouPorn oder auf irgendwelchen einfach zugänglichen Kanälen. Alles Mögliche, alles durcheinander. Ehrlich gesagt gucke ich relativ selten Pornos, deswegen gucke ich auch online keine Pornos, sondern eher im Kino. Nein. Ja, na klar, weil es kostenlos ist. Ich stehe auf Amateurporn, wo es Paaren wirklich echt sind und das Leidenschaft kann man sehen. Der Reiz des Voyeurismus durch die Live-Webcams kann man natürlich nicht durch eine klassische Mediathek herstellen. Der Zugang über Internet ist nun mal der einfachste und auch der anonymste. Beim Internet ist natürlich der ganz klare Vorteil, dass man, also man kann es von zu Hause aus machen. Man muss einfach weniger Zeit investieren, um das zu bekommen, was man möchte. Ich glaube, die DVD ist durch einfach. Also ich kann
alles, was existiert, durchsuchen in Sekunden. Das kann kein Laden. Das heißt, man kann gezielt mit einzelnen Stichwörtern nach seinen eigenen Fetischen suchen und dadurch seine eigenen Fetische auch besser kennenlernen. Es geht halt schneller. Die Qualität ist halt manchmal nicht so gut, aber in so einem Moment ist es dann vielleicht auch nicht so wichtig. Internetpornografie hat die Pornowelt verändert, weil jetzt Pornografie mehr demokratisch geworden ist. Ja, steile These zum Schluss. Also wir haben gehört, ist kostenlos, die Zugänge sind easy, manchmal ist es vielleicht Schrott, aber immerhin schnell verfügbar. Das ist ja eigentlich, steht ja in Konkurrenz zu dem, was du sonst machst, Paulita. Also das Festival zeigt Filme auf der Leinwand, ich zahle Eintritt, ich bin nicht anonym, ich bin vielleicht in einem eingeschworenen Kreis, aber ich bin auf jeden Fall sichtbar und erkennbar. Siehst du das als Konkurrenz? Geht das an das, was du tust, ran? Nee, gar nicht. Also ich finde, es sind zwei völlig verschiedene Sachen und das eine schließt das andere nicht aus. Also das Pornfilmfestival ist wirklich eine Plattform, wo viele Menschen sich treffen und eben auch in einem Safe Space die Möglichkeit haben, sehr offen über Sex und über alle Themen rund um Sexualität zu reden und um eben diese kollektive Erfahrung im Kino Pornos zusammen zu gucken, zu erleben. Es ist natürlich was völlig was anderes wie zu Hause, aber wie gesagt, das eine schließt das andere nicht aus. Und wir verbreiten auch Filme, die sonst auch nicht so einfach zugänglich sind eben im Internet und vor allem auch nicht kostenlos. Und wir zeigen halt eine riesen Vielfalt auch. Und wir bieten auch die Möglichkeit an, mit den Filmemacherinnen, mit den Performern auch zu reden, was du natürlich im Internet auch nicht kannst. Also das ist wirklich ein Begegnungsort, ein Festival, wo man nicht nur andere Menschen begegnet, die sich die Pornos auch gucken, sondern auch die Menschen, die das machen, wo man wirklich im Gespräch kommt und viel erfahren kann. Erleben kann. Jetzt wurde ja die Sexcam angesprochen in einem Ton in der Umfrage. Ich habe gelesen, dass du dich damit schon beschäftigt hast, ne, Keno? Kannst du dazu was sagen? Sexcams? Ja, nicht? Also, ich wollte jetzt, dass du erklärst, worum es geht. Also mir ist das vielleicht schon mal begegnet, aber ich bin da mit Sexcam, ich glaube, da kennst du dich bestimmt auch besser aus, oder? Ah, okay, ich dachte, da dich die Technik. Du meinst jetzt Livecams, also ja, genau, wo man... genau. Nee, na gut, dann fällst du weiter das Wort, Paulita. Erklär mal bitte Sexcam. Also was hat uns der junge Mann da gerade erzählt? Genau, und ich glaube, muss ich das erklären? Das wissen doch alle, oder? Ich wusste das Original nicht. Ah, okay, alles klar, sorry. Nee, nichts voraussetzen. Nee, eben, Sexcam sind Live-Sessions, die man von zu Hause oder wo auch immer der Mensch, die Darsteller oder die Darstellerin oder Darsteller das macht, mit einer Webcam sich sitzt, vor dem Computer und dann der Kunde oder die Kundin guckt sich das an und muss halt zahlen. Und es gibt verschiedene Formate natürlich, wie man zahlen kann, pro Minute oder pro Session oder wie auch immer. Und es wird einfach eine Live-Performance eben für den Zuschauer oder die Zuschauerin gemacht. Ja, okay. Ich würde es jetzt noch, was mir ja erst klar wurde, als ich mich da eingelesen habe, und in der Tat gibt es da wunderschöne Reportagen zu, in der FAS zum Beispiel, tatsächlich wird die Kamera auf ein Dildo montiert und der Kunde zahlt, ohne Witz. Was? Das ist eine Nische. Du hast ja, okay, ich dachte, wir reden über die Vielfalt. Wenn du darauf stehst, ist auch okay. Und der Kunde zahlt dafür, dass er den Dildo quasi steuert, wo ich mich dann gefragt habe, ja, wer das fickt denn dann die Maschine? Es gibt einfach alles Mögliche. Die Leute werden sehr einfallsreich mit solchen Sachen, überhaupt in der Sexindustrie. Man kann alles Mögliche und alle möglichen Fetische irgendwie bedienen. Und vor allem, ich glaube, bei der Sex-Webcam, dadurch, dass du nur so ein bisschen begrenzt bist, weil du hast einfach, also du bist begrenzt, weil du hast einfach diese Kamera, aber du kannst natürlich alles rumherum faken und tun. Es kann total viel Spaß machen. Und da lassen sich Leute echt alles Mögliche einfallen. Ich habe das auch nicht gehört mit dem, oder wohl vielleicht, ja. Aber ja, das mit dem Dildo ist eine Option, wenn man wirklich so einen sehr direkten Kontakt erzeugen will, eben irgendwie, dass man so durch den Screen hindurch der andere eine Kontrolle auf dem Körper hat. Aber die, ich sage jetzt mal, die übliche Cams, da ist eine Performance drin, und dann sieht man sich aus und dann masturbiert man oder wie auch immer, klar. Da kommen natürlich auch Fragen von irgendwelchen Menschen und wenn man Bock drauf hat, die zu machen, dann kann man die machen und wenn nicht, dann eben nicht. Okay, das ist vielleicht das, was vorhin gemeint war in der Umfrage mit wird demokratischer. Sind das Angebote, die ihr auch checkt oder zu denen ihr Rückmeldungen bekommt, Daniel? Oder ist das zu experimentell oder zu nischig?
Es kommt natürlich relativ selten, weil natürlich, wenn es zu sehr Nische ist, werden relativ wenig Leute darauf aufmerksam und dann gibt es nicht die Beschwerden bei den Institutionen des Jugendschutzes, den diversen. Also so ist es, das ist der Gang. Aber wir sind eigentlich in der Prüfpraxis relativ nah an neuen technischen Entwicklungen, weil eben die landen dann doch mal irgendwo, wo sich jemand dran stört. Und sobald so eine Beschwerde eben rausgegangen ist, muss der auch nachgegangen werden. Also dir waren das jetzt keine böhmischen Dörfer, was ich gerade erzählt habe? Das war ein böhmisches Dorf für mich. Also natürlich Live-Camps und so weiter ist ja, glaube ich, also wenn mich nicht alles täuscht, mit den, ich würde sagen, um 2000 quasi mit den etwas schnelleren Verbindungen schon eines der ersten Zugänge schon gewesen. So. Die Kategorie ist uralt, Hidden Camp. Also da kann ich vielleicht einmal was dazu sagen. Darf ich das Mikrofon nochmal haben? Man sagt auch in der Technikszene, dass letztendlich Webcams oder Webstreaming-Video das Medium gewesen sind, was eigentlich überhaupt vor YouTube überhaupt mit bewegtem Video im Netz angefangen hat. Also in den 90er Jahren schon. Real Video, kann man sich vielleicht noch daran erinnern, das waren diese Video, diese Briefmarken großen... wie bitte? Fensterchen. Genau, diese kleinen Fensterchen. Also letztendlich war die Porno und vor allem die Webcam-Porno-Industrie, das waren diejenigen, die sozusagen diese Technik hoffähig gemacht haben und auch diese Technik forciert haben. Und dann erst wurde Webvideo und Streaming in mainstreamigeren Bereichen. Und würdest du sagen, es stimmt, was wir eben gehört haben, dass Porno oder pornografische Inhalte dadurch demokratischer werden, demokratisiert werden? Also... Denn da vermischen ja sich die Konsumenten, werden quasi auch Regisseure, die kriegen nichts Vorgefertigtes, sondern dirigieren quasi. Also das ist ja der Medienwandel ganz allgemein, dass wir Medienmacher natürlich immer jahrelang sehr arrogant gewesen sind, weil wir immer gedacht haben, wir wissen, was wir den Leuten geben sollen. Und jetzt nehmen die Leute sich auf einmal das, was sie haben wollen und wir regen uns dann darüber auf, dass sowas wie heftig CEO und Buzzfeed und so, dass das viel erfolgreicher ist als unsere schönen alten Medien. Und so ist das mit Porno, glaube ich, auch, dass die Mainstream-Industrie da eigentlich immer das Gleiche gemacht hat. Ich glaube, die Porno-Industrie, war die so inhaltlich kreativ? Doch, früher, ja? In den 80er Jahren und so, natürlich, haben wir richtig tolle Sachen gemacht. Klar, ja, okay, kann sein. Riesenspielfilme mit toller Ausstattung und super ausgestattet, oder Handlung, ne? Aber die Ausstattung. Es gibt es, ja, da müsste halt ein Pornfilmfestival kommen und wir zeigen immer auch Retro und Retrospektive und zeigen wirklich Perlen von den 70er, 80er und 90er und das sind echt tolle, richtig tolle Sachen, ja, auf jeden Fall, klar. Da gab es auch mehr Geld auch für die Produktion. Je weniger Geld man einsteckt in die Produktion, desto schlimmer sind die aus, sage ich jetzt mal. Aber da gab es auf jeden Fall, das ist der Golden Age of Porn, da gab es richtig tolle Sachen, es war besser als Hollywood so. Ja, große Reportage in der Taz gerade zur goldenen Ära und einer bestimmten französischen Darstellerin. Aber nochmal diese Frage der Demokratisierung. Ich habe in so einer Reportage gelesen, so eine Frau, die sich oder ihre Dienstleistung per Webcam anbietet, hat 150 User am Tag. So richtig schön stelle ich mir das nicht vor. Man könnte natürlich auch argumentieren, die hat ihren Safe Space, weil die geht in ihren Büroraum oder in das Zimmer, von wo aus sie die Dienstleistungen anbietet und entscheidet alles selber. Aber dennoch die Frage, würdest du sagen, ja, das ermächtigt die, das macht die selbstbestimmter oder? Ich meine, ich kenne sie persönlich nicht, also kann ich das irgendwie nicht beantworten, aber ich kann es mir gut vorstellen. Wenn sie 150 User am Tag hat, dann verdient sie wahrscheinlich gut und dann wird sie es wohl gut haben, denke ich. Ja, also. Die Studienlage dünn in der Reportage, die ich las, verdient so eine Frau 2000 Euro brutto im Monat. Also finde ich jetzt auch nicht umwerfend. Ja, aber was verdient man denn irgendwie? Es gibt andere Jobs, wo man viel weniger verdient, ne? Und wenn sie das... Nee, aber jetzt ernst. So, und ich weiß nicht, wie viele Stunden sie am Tag arbeitet. Das müsste man dann auch nochmal klären. Und wie, ja. Wäre es für dich denkbar, dich in so einer Weise zu inszenieren oder inszenieren zu lassen? Ich habe Webcam gemacht, ja. Und ja, okay, dann kannst du ja berichten. Ja, ne, super, ich liebe das. Also ich ist total. Ich war am Anfang so ein bisschen skeptisch, war mir ja nicht so sicher. Ich war in ein paar Orte, wo man so einen Typen irgendwie in den Laden geschmissen hat und hatte also die Mädels da rumstehen am Tisch und es war alles so ein bisschen nicht so toll. Und dann fand ich das irgendwie nicht so spannend für mich. Also habe ich mich da erstmal dagegen entschieden. Es wurde auch nicht so gut bezahlt. Und dann natürlich, es ist immer eine Privilegienfrage. Wenn ich mir aussuchen kann, bei wem und wo und wie ich das mache, dann ist
wähle ich mir natürlich das Beste raus und das ist toll. Aber es ist wie jede andere Industrie und Job auch aus. Wenn ich mir das aussuchen kann, mit wem ich arbeite, dann ist das super. Und meine Erfahrung ist total spannend. Die Kunden sind super liebevoll. Also es ist so toll. Es ist so ein Lobstunde, wo die alle sagen, wie toll ich aussehe und wie schön ich bin. Und meine Augen und meine Ähnlichkeit. Ich denke so, ja, danke, thank you. Es macht total viel Spaß. Es ist irgendwie, ich habe sehr viel gelernt über irgendwie, ne, Virtual Sex. Ich fand das früher, ich konnte es nicht so ganz verstehen und dadurch habe ich das besser verstanden. Und es ist total spannend, weil man hat wirklich echt so einen krassen Safe Space. Man kann immer abbrechen, wenn man möchte. Man hat wirklich die absolute Kontrolle. Ne? Und das hat auch in meinem Privatleben auch dazu geführt, dass ich besseren irgendwie Fernsex haben kann, auch mit meinen Lovers, die nicht in Berlin wohnen. Ja. Aber hat man da eigentlich überhaupt das Gefühl, dass man sich öffentlich ausstellt, oder hat man das, ich meine, ja, man liegt da ja in seinem eigenen Schlafzimmer, da ist ja nur die Kamera und nicht wie ich das mache, genau, ich glaube, es gibt verschiedene Modelle, ich kenne mich jetzt nicht super gut aus, das ist jetzt nicht mein Hauptdings, aber so wie ich das mache, ich sehe die Kunden natürlich nicht, ich sehe nur, wer angeloggt ist und sehe den Namen, die natürlich Nicknames sind, man muss natürlich exhibitionistisch veranlagt sein, ne, um sowas zu mögen. Wenn man eher nicht so exhibitionistisch veranlagt ist, dann sollte man es wahrscheinlich eher nicht machen, weil dann macht es wahrscheinlich keinen Spaß. Aber wenn man eh irgendwie sich gerne, ne, darstellt und so, doch, klar, es ist halt eine Show, ne? Es ist eine Performance, ja. Aber willst du es auch machen, wenn diese, also sagen wir mal, 150 Leute gucken gleichzeitig zu, wenn die wirklich da, also wenn man selber auf einer Bühne wäre und die Leute würden da auf der Tribüne sitzen, das stelle ich mir wesentlich krasser vor, oder? Wenn ich die sehen würde, ja, auf der Bühne. Also wenn du auf der Bühne wärst und die wären im Publikum. Ja. Wäre es krasser. Oder macht es einen Unterschied überhaupt? Ja, bestimmt macht es einen Unterschied, natürlich. Aber es sind zwei verschiedene Sachen. Ne? Ich meine, eine Live-Performance im Club oder so. Oder ein... Klar, es sind zwei verschiedene Erfahrungen. Ich glaube, das Gute ist, wenn eine Live-Performance, wo man die Menschen sieht, dann kriegt man ja ein Feedback. Ne? Ich höre zum Beispiel jetzt im Raum, ob die ja lacht oder irgendwie komisch guckt oder so und so fort. Und dann kann ich natürlich eine bessere Performance liefern, weil ich euch ja spüre und ne, es entsteht halt eine Dynamik zwischen uns. Wenn ich nur vor der Kamera sitze, dann lese ich nur, was die Leute irgendwie eintippen. Und dann ist man manchmal eher verunsichert, weil man sich denkt, okay, was? Oder manchmal dreht sich man und man sieht irgendwie nicht genau, wie man selber in der Kamera aussieht. Und dann macht das ist natürlich verunsichern. So, wenn ich ein Publikum habe, habe ich einen direkteren Kontakt und kann, ne, besser darauf reagieren. Und es ist mehr organisch. Aber das überrascht dich jetzt, vermute ich, weil du, deine Frage war so angelegt, dass du dachtest, es ist angenehmer, vor Webcam zu performen, Für jemanden, der so. Ja, ich glaube, es hängt wirklich davon ab, wie wo die Grenze ist und wo, ne, das ist natürlich eine super persönliche Frage, das kann ich für niemanden antworten, außer für mir selbst. Und ich bin halt doch sehr exhibitionistisch veranlagt, deswegen, ja. Gut. So, vielleicht habt ihr ja auch Fragen zu dem, was wir besprochen haben oder zu ganz anderen Sachverhalten, Nachfragen zu Dingen, die wir angesprochen haben oder noch viel schlimmer Dinge, die wir noch nicht angesprochen haben. Dann wäre es nett, ihr gebt mal ein Zeichen. Ja, das Mikro, ach so, genau. Wir haben nur eines. Teilt es euch ein. Es war vorhin ja die Rede davon, dass es auch ein großer Markt ist. Das Thema Markt hat bisher nur so am Rande eine Rolle gespielt. Soweit ich weiß, auch aus verschiedenen Darstellungen, gibt es ja reichlich Beschwerden von Menschen, die sich in die Falle gelockt fühlen. Die sich was fühlen? In die Falle gelockt fühlen. Weil die Bezahlmodelle nicht transparent sind, richtig, und man hinterher epische Abrechnungen bekommt. Genau, man kriegt irgendwelche Abrechnungen und hat überhaupt nichts bestellt. Also das heißt, jeder behauptet, er hat nichts bestellt, der Anbieter behauptet, er hat's bestellt. Und dann geht die Streiterei los. Ich habe aber den Eindruck, es ist tatsächlich so, viele, nun kennt man die Szene, ich kenne sie nicht, aber ich habe den Verdacht, es gibt das tatsächlich. Und die Anbieter sitzen dann irgendwo im Ausland und der Angestellte, der muss dann sehen, wie er mit dem Problem fertig wird. Es wird von Vodafone oder von anderen Providern mit schöner Regelmäßigkeit einfach abgebucht. Ja? Und der muss dann kämpfen darum, dass er den Nachweis bringt, er hat gar nichts bestellt. Na gut, ich fürchte, dass wir dazu gar nichts sagen können, weil wir...
Ich kann dazu sagen, dass auf jeden Fall, ne, bei den Sachen, wo ich arbeite, zum Beispiel bei erstis.com, ist es super transparent, ist es ganz klar. Man kann mittlerweile auch mit PayPal, glaube ich, sogar zahlen, aber wir sind dabei, das zu schaffen. Und es ist einfach eine sehr, also das, ich glaube, was du gerade ansprichst, diese solche Fälle oder was auch immer, hat mit Porno nichts zu tun. Das sind irgendwelche Leute, die egal ob, ne, die können dir irgendwie einen Spam schicken und dann schreibt hier, hey, ich bin dein Freund und bin irgendwo verloren, schick mir bitte $500 an den folgenden Account. Hat im Grunde nichts mit Porno zu tun, sondern mit kriminellen Geschäften genau. Im Netz. Ja. Und da ist ja klar, dass man das mit Porno macht, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute sich beschweren, geringer ist, weil es ihnen unangenehm ist und weil sie möglichst das unterm Radar und womöglich noch irgendwie Briefverkehr irgendwie was zugeben oder so. Und deswegen nutzen diese Internetkriminellen gerne solche Pornogeschichten, aber das hat mit der Pornoindustrie nichts zu tun. Ja, ich wollte auch noch was zu sagen, weil diese Pornoportale als solchen, das dürfen wir auch nicht vergessen, die haben ja nicht spezielles Zeug, sondern im Prinzip das, was sie sich ohne Rechte auch irgendwo anders zusammengeklaut haben. Also auch Erstis findet man auf YouPorn und so weiter, kann man dann kostenlos haben. Ne? Also das heißt, jetzt nicht die Moderatorin nochmal, Erstis nochmal übersetzt. Erstis.com ist die Seite, für die ich jetzt gerade zur Zeit am meisten arbeite. Okay, und das heißt, da werden Inhalte abgesaugt von Leuten, die dafür nicht bezahlt haben, die sich denken, bis die erstmal geklagt haben und das checken, habe ich schon damit ganz gut was verdient? Wie nochmal? Ich habe es ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden. Also du hattest gerade dargestellt, Daniel, dass die Inhalte nicht nur von den Schöpfern angeboten werden, sondern auch von anderen Portalen zusammen. Ja, also diese großen Portale, die wir immer so ein bisschen kritisch sehen und wo dann eben auch merkwürdige Sachen dann passieren können im Hintergrund, die bedienen sich ja aus dem, was es gibt und gab. So, ne? Mhm, ja. Und die bedienen sich aus allen, die kommerziell aktiv sind, die quasi das tatsächlich vielleicht auch amateurmäßig quasi ohne kommerzielle Gründe reinbringen und saugen das da ab und stellen das bei sich rein. Das ist ja ein ganz normales Phänomen. Das ist genau wie im Musiksektor, es sowas gibt oder ist es einfach nur eine klassische so, und da gibt es natürlich dann schon schwarze Schafe, die dann irgendwelche anderen Sachen, wo man dann doch vermeintlich einen Vertrag oder was abgeschlossen hat und dann ist immer die Unterscheidung, ist das jetzt ein Stream oder habe ich da was gedownloadet und so weiter. So. Gibt es weitere Fragen zu Angeboten, vielleicht zum Nutzerverhalten? Mich würde eine Sache interessieren, Daniel, vielleicht hast du da eine Idee, und zwar Cindy Gallup hat vor einigen Jahren ja mal gesagt, dass circa Pornkonsum so etwa zwischen 8 und 12, je nachdem, Studien gäbe es nicht, ich kenne auch gar keine, vielleicht weißt du da welche, apropos dem Alterskonsum, und gleichzeitig hatte sie damals noch beschrieben, was es eigentlich bedeutet, gesellschaftlich gesehen, und Femporn ist ja dann doch eher eine Nische, würde ich sagen, ihr habt es ja ein bisschen beschrieben, aber ich glaube, das ist ja auch was ganz Interessantes, was eine Masse konsumiert, und an der Stelle hatte sie eben einfach nochmal versucht, drauf zu gucken, was es eigentlich jetzt auch vor allen Dingen für die Rolle des Mannes bedeutet, wenn er beispielsweise mit 8 anfängt, eventuell dann 6 Jahre lang einfach Porn konsumiert, so wie er nun mal wahrscheinlich in dem Mainstream dargestellt wird, und dann das erstmal wirklich Sex erlebt. Also, und sie hat es eben genau unter dem Aspekt nochmal ein bisschen beschrieben, dass letztendlich die Rollen, die dort dann eben vermittelt werden, natürlich verinnerlicht werden und damit eben auch gelebt werden. Das würde mich interessieren, was ihr dazu denkt. Ja, also das ist sehr spannend. Wir haben über diese Entrüstungsdiskurse, ich muss ein bisschen ausholen, über diese Entrüstungsdiskurse Mitte, Ende der 2000er Jahre, also Generation Porno auf Arte und Willenwebers Artikel in einer großen deutschen Zeitschrift und so weiter und so fort, haben wir natürlich eine große Aufmerksamkeit gekriegt. Und das Schöne daran ist, dass wir den Pornokonsum von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der Tat erforscht haben, was sehr interessant ist. Und was ihr habt den erforscht? Nee, in Deutschland. Also eine sehr frühe ist von Altstädter zum Beispiel, so eine Untersuchung, die 2006, glaube ich, schon gemacht worden ist, oder spätestens 2009 auf alle Fälle, wo man Jugendliche befragt hat zu ihrem Pornokonsum. Und das gibt es dann natürlich eben auch im europäischen Markt. Wir wissen heute, dass Pornografie insbesondere bei männlichen Heranwachsenden veralltäglicht ist. Also das ist ein Begriff, der so 1980 von der Ertel-Studie bezogen auf die Erwachsenen formuliert worden ist. Wir wissen, dass das Einstiegsalter eben bei 12 Jahren liegt. Also in Deutschland konsumieren quasi oder nutzen, das ist eine aktive Nutzung in aller Regel, mit Abstand meisten männlichen Heranwachsenden Pornos. So, da muss man sich schon fragen, was kann das machen? Wohlgemerkt die männlichen Heranwachsenden. Und wir wissen, dass die weiblichen da eher zurückhaltender sind und eben eher so hinten
hintenrum. So, also die Befundlage ist dann so ein bisschen schwieriger. Wir haben eine interessante, finde ich, die klassische saubere Studie ist eine von Stuhlhofer, die in Kroatien gemacht worden ist, wo man junge Erwachsene erst zu ihrem Sexualverhalten befragt hat, die in Beziehung gelebt haben und dann erst hinten raus mal geschaut hat, was hatten die in der Jugend, in der eigenen Jugend für einen Pornokonsum, und da hat man keine signifikanten Zusammenhänge festgestellt zwischen einem hohen Pornokonsum und bestimmten sexuellen Praktiken, bestimmten Bildern von Frauen und so weiter und so fort. Also hier stellt sich immer die Henne- und Ei-Frage. Ne? Also gehe ich mit bestimmten Präferenzen in bestimmte Pornos rein, wo es richtig zur Sache geht, oder machen die das mit mir so? Wobei es ja vermutlich so ist, dass du mit 12 oder 13 noch nicht so eine Präferenzen hast, sondern mehr oder minder zufällig oder durch deine Peergroup oder so bestimmte Inhalte gezeigt bekommst. Nee. Fragen haben sie. Die gehen mit Fragen in Pornos rein und kommen mit noch mehr Fragen wieder raus, weil die Eltern von denen wollen sie das nicht beantwortet haben, das ist schambehaftet. Die Lehrer sind da auch die denkbar schlechteste Adresse, und die Sexualpädagogen werden ja nicht, die gehen ja nicht systematisch in jede Schule ran und reden auch über Porno und was es sonst noch so für Fragen gibt. Also neben dem Informationsbedürfnis und der Masturbation, also das sind die beiden Hauptmotive für männlich Heranwachsende. Hingegen die weiblichen Heranwachsenden, wie ich vorhin schon sagte, in der Tat auch Masturbation, ganz wichtiges Moment, aber eben auch wissen, was die Kerle anmacht. So. Und das natürlich dann auf der individuellen Ebene so Druck, ich habe das mal immer so genannt, Druck aufgebaut wird. Also bei den Männlichen ist es eher so größer, schneller, weiter. Also die stehen vorm Spiegel und stellen fest, das, was sie da sehen, sehen sie da im Spiegel nicht. Ist es bei den Mädels so, wo ich sage, das kann man eigentlich alles sehr, ne, so generell gezeichnet. Das gibt es natürlich auch immer mit vielen Facetten. Aber man muss sich nur reinversetzen, wenn ein junges Mädchen oder ein junger Erwachsener in einer Beziehung ist, quasi seit 2 Jahren unendlich verliebt und findet auf dem Rechner vom Partner eine supergeile Pornosammlung, wo alle Darstellerinnen völlig anders aussehen als sie selbst. So, ne? Also ne, da muss man sich reinversetzen, und dann weiß man eben, was es eben auch für einen Druck auf weibliche Heranwachsende oder junge Erwachsene eben auch aufbauen kann. Werde ich ihm nicht mehr gerecht, will er eigentlich, mag er ganz andere Dinge und solche Sachen. Und wenn man das Wirkung nennen will, dann soll man es tun. Wir sind ein bisschen vorsichtiger, wir sagen, das sind so spezifische Umgangsweisen, da baut sich was auf. Und das jetzt. Und wie baut ihr, beratet ja auch, wie baut ihr dann auch wieder was ab? Na, stark machen. Ne? Also wo setzt ihr an? Du hast gesagt, die Eltern sind jetzt irgendwie nicht so. Ein klassisches sozial- oder sexualpädagogisches Motiv ist ja in einer nicht moralisierenden Atmosphäre, also ohne den Zeigefinger, die Menschen stark machen für das und dass alles in Ordnung ist, was sie selbst wollen, was ihnen Spaß macht und was die Rechte und Pflichten oder die Rechte anderer Menschen nicht verletzt. Aber das, was du gerade beschrieben hast, klingt ja nach einem Konflikt, und so habe ich es auch, glaube ich, in Studien von euch gelesen. Für die Jungs ist das in weiten Teilen, also wir reden jetzt hier pauschalierend, total okay, und auch Darstellungen von sehr dominanter Sexualität.